Heute haben wir eine kleine Zeitreise vor, ja, eine Zeitreise und einen Ortswechsel. Das sind ja gleich zwei Dinge auf einmal. Wir gehen nämlich ins alte Schottland zu den Clans of Caledonia. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal, wo es wieder mal eine Spielvorstellung geht. Ja, das Spiel Clans of Caledonia ist letztes Jahr rausgekommen, rechtzeitig zu spielen. Wir haben es uns besorgt, öfters gespielt. Jetzt gucken wir uns aber mal genau die Regeln an davon. So, nun habe ich mal das Spiel Clans of Caledonia ausgepackt hier. Und für eine Person euch mal aufgebaut, um das einfacher hier zu erklären. Was haben wir hier? Wir haben hier, in der Mitte liegt ein Spielplan, der besteht aus vier solchen schönen Landschaftsteilen, die wir jetzt vielleicht in der Mitte auch noch scharf stellen. Da sind Seen drin, Flüsse getrennt. Und hier sind immer einzelne Siedlungsteile, wo wir unsere Siedlungen draufsetzen können. Das hier ist eine Wiesensiedlung, das ist eine Waldsiedlung, das ist eine Bergsiedlung und das hier sind auch gemischte Siedlungen. Da kann ich also Wiese, Wald oder natürlich auch einen Bergarbeiter dann hinsetzen. Also das sind hier so ein Joker der Teile. Wichtig ist, dass diese Puckelfelsen, die hier am Rande sind, dass die alle in die Mitte zeigen. Ansonsten könnt ihr auch natürlich die Rückseite verwenden, ja. Und habt dann immer mal wieder einen anderen Spielplan zur Verfügung. Diese schönen Felsen habt ihr also schön in der Mitte aufgebaut. So, worum geht es jetzt hier in diesem Spiel? Was wir alles machen können, ist, wir dürfen zum Beispiel Schafe hier auf Weiden laufen lassen, zum Beispiel. Wir dürfen Rinder auch auf Weiden laufen lassen. Wir dürfen eine Käserei irgendwo hinsetzen, auch hier eine Weide. Da zum Beispiel eine Bäckerei, kann man auch irgendwo hinsetzen, da wo eine Weide ist, zum Beispiel. Man kann auch noch ein Getreidefeld anbauen, zum Beispiel. Und hier ist eine Distillerie. Was wir da haben, ist hier eine Distillerie. Ja, was bringt uns das natürlich, wenn wir so etwas bauen? Am Ende einer Runde, wenn wir alle unsere Aktionen getan haben, das Spiel läuft alles insgesamt in 5 Runden ab. Dabei am Ende einer Runde wird produziert. Und das bedeutet, wenn ich mir meinen Spielplan hier so angucke, sehe ich ja immer, was fehlt, beziehungsweise was nicht mehr hier ist. Das bedeutet, ich würde dann eine Wolle bekommen, wenn ich produziere. Hier in diesem Falle würde ich eine Wolle bekommen. Ich würde eine Milch bekommen. Und dann würde ich noch zwei Getreide bekommen. Hier stehen nämlich zwei Getreide drauf, wenn man sich da diesen Plan genauer anguckt. Hier in diesem Bereich, da sind zwei Getreide auf ein Feld, bekommt man da. So, und dann haben wir noch die Käserei, die Bäckerei und die Distillerie vergessen. Die Käserei wandelt aber eine Milch in einen Käse um. Das ist eine höher entwickelte Ware. Und die Bäckerei würde ein Getreide umwandeln in ein Brot. So, und die Distillerie würde ein Getreide nehmen und das in ein Whiskyfass umwandeln. Und um diese Güter geht es alle, die wir da alle bekommen können. Das sind die 6 verschiedenen Güter, nämlich Wolle, Getreide, Milch als Erzeugnisse, als Grunderzeugnisse und als verarbeitete Erzeugnisse, das Brot, der Käse und Whiskyfässer. Klar, im alten Schottland hat man halt sehr viel Whisky getrunken und das braucht man auch, muss man auch hier natürlich richtig zu würdigen wissen. Ja. Das ist das eine, dass wir da eben hier was bauen können. Die Regeln zum Bauen erkläre ich euch alles noch. Das ist überhaupt kein Ding, aber ich wollte einmal nur kurz einen Überblick geben, über was es auch sonst noch gibt. Hier gibt es sogenannte Exportaufträge hier. Ich
kann immer, da ich eine Exportkiste habe, kann ich nur einen Exportauftrag dahinlegen, den ich noch nicht erfüllt habe. Das wäre jetzt ein Exportauftrag, da würde ich jetzt etwas für bekommen. Ich muss immer etwas reintun, also ich tue etwas Waren, die ich habe, tue ich hier rein und erhalte dann diese anderen Gegenstände, die dann da hinten dran noch da zusätzlich da rumstehen. Das ist dann, also ich würde hier eine Wolle und 4 Whiskyfässer, wenn ich die hätte, würde ich sie abgeben, würde ich sagen, den Exportauftrag habe ich erfüllt und ich kriege dafür 4 Zuckerrohr, was ich jetzt nicht direkt als Waren bekomme, weil das sind nicht meine Grundwaren, mit denen ich handle. Ich kriege aber 15 Geld, würde ich direkt auf die Hand kriegen und 3 Hopfen. Die 3 Hopfen würden mir als Siegpunkte hier gut geschrieben werden. Dann nehme ich meinen Siegpunktmarker für solche Zwecke und gehe auf dieser Siegpunktleiste um den Exportbonus noch herum. Das sind nur zusätzliche Siegpunkte, die ich so einzeln mal kriegen kann. Hinterher kommt noch ein ganzer Batzen an Siegpunkten dazu. Das sehen wir aber dann, wenn wir zu der Endwertung kommen. Und dann würde ich hier noch 4 Zuckerrohr bekommen. Diese 4 Zuckerrohr, wenn ich die dann erfüllt habe, würde ich auch sagen, okay, 4 Zuckerrohr sind also importiert worden, Importwaren. Das heißt, hier würde ich den Zuckerrohrmarker um 4 nach oben schreiben. Überschreite ich dann diese Linie, bekomme ich immer einen Bonus für einen Taler. Ein Taler an Bonus noch zusätzlich. Immer diese 5er Schritte, wenn einer mal da drüber kommt, mit so einem Marker wieder drüber kommt. Das hat was Auswirkungen hinterher darauf, wie hinterher Siegpunkte gezählt werden von diesen einzelnen importierten Waren, die wir aber jetzt nicht als einzelne Warensteine bekommen, sondern die wir uns einfach auf dieser Exportkiste, die wir dann umdrehen und zur Seite legen oder unterhalb des Stapels legen. Dann haben wir hier noch ein Tableau, was auf der Seite liegt. Das halte ich jetzt mal hier rein. Das ist das Tableau fürs Handel. Ich habe nämlich hier auch so Händlerfiguren. Ich muss das leider ein bisschen schräg halten, damit die Kamera das schön sieht. Nehmen wir mal an, ich möchte irgendwas kaufen, ich möchte eine Milch kaufen. Würde ich eine Händlerfigur, das hier vorne sind Händlerfiguren, ich habe standardmäßig 2 Händlerfiguren freigeschaltet, kann also 2 Waren kaufen oder verkaufen, dann würde ich diese Milch für 5 Geld bekommen, der Marker geht nach oben, das bedeutet, der Nächste, der kauft, kauft oder verkauft, würde den Preis 6 erzielen. Ja? Ich darf aber nicht zum Beispiel erstmal eine Milch kaufen für 5 und dann meinen Marker hier unten hinstellen und dann sage ich, den verkaufe ich wieder für 6. Das geht nicht. In einer Runde dürfen Marker von einer Person immer nur auf einer Seite stehen. Auf einer Seite, auf einer Seite bei einer Warensorte. Ich darf natürlich gleichzeitig Milch kaufen in einer Runde und eventuell das Brot für mich verkaufen. Das geht. Das ist natürlich absolut möglich. Wir haben hier unsere 5 Händler, die noch nicht freigeschaltet sind. Wir haben hier noch unsere Schifffahrt, die wir auf Touren bringen können. Und wir haben hier noch Technologiemarker, die uns das ermöglichen, dass die Arbeiter einen effizienteren Job machen. Da können wir zum Beispiel unsere Waldarbeiter ausstatten mit einer hübschen Säge. Das kostet aber immer und die Kosten sind auf dem Tableau immer schön dargestellt. Hier, wenn ich diese Technologieerweiterung mache, die dann aber für alle meine Waldarbeiter gilt, habe ich diesen Technologie-Upgrade für 10 Taler oder für 10, in diesem Fall sind das schottische Pfund. Hier ebenfalls, wenn ich den Technologie-Upgrade machen will. Wenn ich hier einen Upgrade von der Schifffahrt machen will, kostet mich das 4. 4 Pfund und wenn ich hier einen zusätzlichen Händler bekommen will, muss ich den auch für 4 Pfund mir erstmal besorgen, muss ich den anheuern. Ja, wie geht das jetzt, wie läuft jetzt so ein Zug im Detail ab, beziehungsweise wie läuft so etwas, das ganze Spiel überhaupt im Detail ab? Für den Zug als solches haben wir immer noch auch hier eine schöne Darstellung der Karte. Wir haben hier das Ganze auch nochmal in Englisch dargestellt. Da, ja,
Und auf der Rückseite ist es, oder auf der Vorderseite ist es in Deutsch. Was kann man denn überhaupt machen, alles in seinem Zug? Hier kommen noch verschiedene Vorbereitungsphasen, das will ich dann noch später erklären, aber erstmal kommen wir dazu, wenn wir am Zug dran sind, dürfen wir eben diese Sachen machen. Wir dürften zum Beispiel handeln, das ist das, was ich erklärt habe, dass wir einen freien Händler nehmen, da oben hinsetzen und entsprechend entweder zum Kauf machen oder einen Verkauf durchführen. Wir können aber auch zwei Händler gleichzeitig an dieselbe Ware da hinsetzen und den Preis, den das Teil gerade noch zeigt, ermitteln. Da muss aber auch hinterher der Marker um 2 runtergesetzt werden. Je nachdem, wenn wir hier verkaufen, nehmen wir an, wir wollen hier verkaufen, die Milch verkaufen, 2 Stück, werden wir hier für 5, also 10 Geld bekommen und der Marker wandert in 2 Felder nach unten. Zweite ist zum Beispiel, man erhält einen Exportauftrag. Ich kann mir also hier einen Exportauftrag nehmen. Das wäre die zweite Möglichkeit. Darf ich natürlich nur so lange machen, solange die Exportkiste mit offenen Dings frei ist. Was kostet mich das? Ein Exportauftrag, mit dem muss ich mich ja auch bewerben. Dabei ist es natürlich schön, wenn man hier hinten das sieht an dieser Leiste. Warte mal, ich zeige das mal direkt in die Kamera. Das hier in der ersten Runde würde es 5 Gold zusätzlich geben, wenn ich mir einen Exportauftrag nehme. Die zweite Runde sind die Exportaufträge kostenlos. Dritte Runde kosten sie 5. Also ich muss 5 Geld abgeben, um einen Exportauftrag nehmen zu können. In der vierten Runde 10 und in der fünften Runde 15. Man muss sich also genau überlegen, ob man in der letzten Runde tatsächlich noch einen Exportauftrag kaufen will und dann erfüllen will. Dann könnte man expandieren. Man darf, das wäre jetzt das dritte, man müsste also hier etwas bauen, zum Beispiel, wenn ich sage, zum Beispiel, ich baue das Schwein hier hin. Nee, es ist ja gar kein Schwein, sondern es ist ein Rind, würde ich hier hinbauen. Gesetzt den Fall, ich dürfte das auch. Ich muss immer angrenzend bauen an bestehendes Feld. Die ersten beiden Felder werden so festgelegt mit Arbeitern. Also der erste Arbeiter kommt irgendwo hin. Zum Beispiel habe ich den Bergarbeiter dahin gesetzt. Die anderen habe ich noch gar nicht gesetzt. Machen wir es mal richtig, so wie sich's gehört. Das muss nämlich, das erste Feld müssen Arbeiter sein, was wir haben. Und dann dürfen wir an den Arbeiter dran bauen. Dann dürfen wir ein benachbartes Feld setzen. Zum Beispiel dürfte ich dann dieses Feld setzen hier. Auf dem Feld steht aber zum Beispiel eine 4 drauf. Wenn ich eine Destillerie dahin baue, die Destillerie an sich kostet mich 10. Bebauung dieses Feldes kostet mich 4. Das bedeutet, ich muss insgesamt 4 Zehn zahlen. Ja, so ist das nun mal. Das ist eine Destille, die sind sehr teuer. Ich könnte aber auch sagen, für den Anfang nehme ich einfach mal eine Wolle, ein Schaf baue ich dahin. So, gesetzt den Fall, wir hätten einen Nachbarn hier, der hier schon Rinder hingesetzt hätte. Der könnte ja schon Milch produzieren. Wir können als Nachbarschaftsbonus dann tatsächlich direkt in dieser Expansionsphase, wenn wir diese 4 Cent gezahlt haben, dürften wir Milch kaufen. Und zwar, das geht dann bis zu 3 Stück, dürfen wir uns da kaufen. Die dürfen wir um 2 reduziert kaufen. Nehmen wir an, der Preis ist gerade 5, dann dürften wir den Preis 3 also für 3 kaufen, weil das eine nicht verarbeitete Ware ist. Die verarbeiteten Waren wären 3 billiger. Müssten aber trotzdem unsere Händler einsetzen für den Purchase und dann würden wir die Milch bekommen und eben nur 6 zahlen. Allerdings würde dann auch der Preis natürlich wieder steigen als nächstes. Das wäre dieser Nachbarschaftsbonus, aber wir haben eine quasi extra Produktionsphase und zwar das, was eigentlich der Nachbar angebaut hat in diesem Fall. Ja. Und dann könnten wir als nächstes auch, steht alles hier drauf, schön, dass wir hier den Nachbarschaftsbonus bekommen könnten und dann könnten wir aber auch die Schifffahrt verbessern. Was hat das mit dieser Schifffahrt vor sich, also auf sich? Können immer dieses Schiffsrad um 1 weiter hochdrehen für 4 Geld. Wir können nicht einfach 2 Steps hochgehen, sondern müssen eins nach dem anderen auch machen.
Wenn ich vorher meine Schifffahrt so gehabt habe, dürfte ich neben diesem Kerl eben nur hier bauen zum Beispiel oder eben woanders hinbauen, aber nur direkt angrenzend an ihn. Wenn ich meine Schifffahrt ein wenig aufgebaut habe, sieht man hier, dann kann ich angrenzend über einen Fluss rüber anbauen. Dann könnte ich dieses Kerlchen hier hinlegen. Ja, könnte ich dann tun. Nehmen wir mal an, wenn ich die Schifffahrt noch hier hin anbauen würde, dann könnte ich sogar quer über den See, über ein komplettes Seefeld hüpfen, hier hin und da was anbauen. In dem Wald selber kann ich natürlich kein Schaf halten, das geht nicht. Aber nehmen wir an, ich hätte hier ein Schaf und würde jetzt als nächstes ein Rind bauen, könnte ich da dieses Rind dann natürlich an diese Stelle setzen. Direkt. Wenn ich mein Schifffahrt noch weiter ausbaue auf 3, ich kann es bis auf 4 Felder ausbauen, die es da gäbe, dann könnte ich sogar in diesem Fall 2 Felder weitergehen und das hier hinsetzen. Das ist, dieses Feld ist ja ein Universalfeld, sehen wir ja, es kommt alles vor. Könnten wir dort unser Rind hinsetzen oder eben auch sogar dort und können uns da viel besser expandieren. Ja, dann können wir noch die Technologie verbessern. Was bringt uns denn die Technologie? Wir sind die Produktionsphase ja gerade mal durchgegangen. Arbeiter, die gebaut haben, guck, man sieht das hier so, man sieht hier, ein Waldarbeiter bringt 4 Geld in der Produktionsphase ohne verbesserte Technologie. Verbessern wir aber seine Technologie, das heißt, wir schenken ihm eine Säge und ziehen das Beil ein, dann bringt er uns schon 6 Geld. Ja? Da kann er nämlich viel mehr Holz schlagen dabei. Genauso ist es bei diesen Steinmännern. Wenn wir den schon mal hier, nehmen wir an, hier hingebaut hätten, könnten wir am Ende der Runde sogar richtig Kohle verdienen, 6 bzw. 8 bei verbesserter Technologie. Diese Technologieverbesserung lohnt sich natürlich besonders dann, wenn man am Anfang ausspielt, weil in mehreren Runden, dann gibt es ja noch diese 5 Runden, wo man dann vermehrt Einkommen bekommt und dann kann sich das dann auch schon wieder lohnen. In der letzten Runde ist es dann so eine Sache, ob sich das dann noch lohnt, ist dann die große Frage. Man kann aber auch genauso gut noch einen Händler erwerben. Wenn ich da zum Beispiel 2 Händler schon verbraucht habe für den Nachbarschaftsbonus, kann ich sagen, in der nächsten Runde kaufe ich mir, also einmal geht es um eine Reihe um, kann ich noch so eine Sache machen, kann ich mir noch so einen Händler besorgen und den kann ich dann auch gleich oder später dann nochmal wieder einsetzen. Oder ich kann sagen, ich möchte einen Exportauftrag erfüllen. In diesem Fall, jetzt könnte ich ein zweites Whiskyfass mit diesem Händler noch ein zweites Whiskyfass dann erholen in einer weiteren Aktion. Und dann könnte ich dann natürlich auch diesen Exportauftrag erfüllen, weil ich dann 2 Whiskyfässer hätte. Hier habe ich noch eins rumliegen, was dann noch gemütlich älter wird. Und als letztes, wenn ich dann gar nichts mehr machen kann, weil ich nämlich auch zum Beispiel für alles, seht ihr ja, braucht man irgendwie doch Geld. Ja, Geld ist da hier ein begrenzender Faktor. Muss ich dann einfach sagen, ach Gott, wisst ihr was, Leute, ich passe. Hier haben wir die Spielreihenfolge festgelegt gehabt. Die haben wir am Anfang ausgelost, wer Startspieler ist. Und dann reihum würden wir hier dann die anderen Figuren hier hinsetzen von den anderen Farben. Und dann würden wir sagen, ja, wenn ich passe, setze ich mein Feld in der nächsten Runde. Das gilt hier für die Runden 1, 3, 5. Und das die Felder hier unten dran für die Runden 2, 4. Das ist 2 und 4. Für die geradzahligen Runden. Ich gehe dann also hier runter und gehe auf das Feld, was möglichst weit links ist. Der erste, der passt, ist also nachher Startspieler und bekommt erstmal als Bonus 16 Geld dabei. Schon mal im Vorhinein, bevor er noch irgendwas macht. Dann wäre diese Runde, wenn jeder dann einmal gepasst hat. Also diese Aktion kann man immer durchführen, wenn man einmal, man ist dann immer wieder einmal dran, macht eine Aktion, der nächste ist dann wieder dran, macht seine Aktion, immer im Kreis rum, geht das, beziehungsweise nicht im Kreis, sondern entsprechend der Spielerreihenfolge geht das dann so rum.
wer dann dran ist. Und so lange geht das gut. Jeder darf immer nur eine Aktion tun. Und es ist natürlich dann so beim Expandieren, dieser Nachbarschaftsbonus ist ja quasi eine Handelsaktion. Die ist aber keine Extra-Aktion, sondern es kommt mit direkt in dem Expandieren dazu. Und der Erste, der gepasst hat, kommt dann als Nächstes in der nächsten Runde dann natürlich als Startspieler ran. Also das ist dann immer die Reihenfolge, wie es dann geht. Dann seht ihr noch hier, was es so alles gilt, hier zu klären. Also nach einer Runde gibt es dann hier die Produktionsphase und danach wird dann auch noch hier die Runde gewertet. Da wird das Wertungsplättchen von dieser Runde genommen, hier. Für je 2 Siedlungen kriegt ihr 3 Siegpunkte. Das wären also hier zum Beispiel nicht 2 Siedlungen, sondern es wäre nur eine Siedlung. Aber mit der erweiterten Schifffahrt zum Beispiel wäre das eine Siedlung und das noch eine Siedlung. Und dann hätte man da schon mal für 2 solche Siedlungen würde man 3 Siegpunkte machen. Die würde man auch direkt hier ablaufen, hier an dem Gerät entlang. Und danach, wenn diese Wertung gekommen ist, würde man dieses Plättchen umdrehen, weil es dann schon erledigt ist. Und dann geht es in die nächste Runde. Teilchen umgedreht, kommen die Exportaufträge, die zusätzlichen, die leeren Felder werden aufgefüllt. Ich habe hier mal ein 3-Personen-Spiel simuliert, deswegen bleibt im 3-Personen-Spiel bleibt dieses Feld leer. Die Rückseite ist für das Ein- und Zwei-Personen-Spiel da. Also hier wäre es im 3-Personen-Spiel, wäre diese Kiste einfach nur leer. Das gilt da nicht. Und die Händler kommen natürlich wieder zurück. Kommen zurück zu Papi. Da sind wir dann wieder da. So, mit diesen Einkünften, die wir bekommen haben an Geld und eventuellen Verkäufen oder sonst was, das ist unser Einkommen gewesen. Das ist etwas, mit dem können wir dann die Aktionen in der nächsten Runde durchführen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir am Anfang überhaupt richtig starten in den Tag. Ja, das geht nämlich auch noch etwas ein bisschen komplexer los, als ich das eigentlich erklären wollte. Aber machen wir das mal alles mal schön und richtig. Hier, die Männchen kommen alle mal wieder zurück, heim zu Papi. Und das geht hier zu jemand anderem. So. Die Startaufstellung ist alles das hier, so wie ich es hier erklärt habe. So, alles mit nicht erweiterter Technologie und wir legen hier bei 0 los. Jetzt kommt nämlich noch was, jetzt gibt es nämlich noch was anderes. Wir haben hier Spieler, die haben gewisse Clans. Diese Clans haben aber gewisse Fertigkeiten. Ja? Bei diesem Spieler ist zum Beispiel so, dass er auch hier Schifffahrt entwickelt hat. Dabei auch dass die alle auch nicht nur alle Arbeiter universell sind. Dafür bekommt es aber auch nur alle 4 Geld beim Einkommen. Muss man sich überlegen, ob man diesen will. Das hier ist zum Beispiel einer, der kann Weinfässer hier reinbekommen und wenn man die Weinfässer ein bisschen einlagert, kriegt er mehr Geld dafür. Nämlich hier. Wenn er so ein Weinfass verkauft, kriegt er 15 Geld dafür. Dieser Kerl. Der ist auch schön. Mit so einem Clan muss man natürlich ein bisschen auf die nicht Weinfassproduktion, sondern Whiskyfassproduktion gehen. Dann beim Expandieren zahle ich deutlich weniger. Das erste Gebäude zahle ich 3. Den habe ich auch schon mal gehabt, den Clan. Den habe ich auch schon mal gespielt. Gucken wir mal bei diesem Clan nochmal genau nach. Und alle anderen Clans lassen wir mal aus Beschränkung der Allgemeinheit einfach weg. Wir haben hier zum Beispiel einen Clan, der hat einfach noch ein weiteres Exportfeld dabei zum Beispiel. Oder hier ein, das erzählen wir gar nicht mal erst, sondern das guckt ihr einfach dann in der Anleitung entsprechend nach. Steht hier auf der letzten Seite der Spielregel, stehen eigentlich da die Clans alle beschrieben. Was sie da tun und was nicht. Ne? Kann man sich das auch noch durchlesen, was die für einzelne Tätigkeiten haben. Das ist hier der Clan Stuart, den ich hier meinte. Der Clan Stuart ist ein Highland-Clan. Er brachte mächtige Monarchen hervor. Unter anderem Mary Stuart und Queen Anne. Also steht auch ein bisschen historisch noch dabei. Ihr startet mit 3 weiteren.
sofort verfügbaren Händlern, 5 insgesamt. Und die Strategie, die dahinter steckt, ist, versucht, diesen Bonus möglichst oft zu bekommen. Ja. Gute Strategie. Also hier seht ihr auch in der Anleitung, steht immer noch der etwas dabei zur Strategie von den einzelnen Clans. Das ist dann auch, manchmal ist es doch sehr hilfreich. Ja. So, und aus diesen Clans, wir sind jetzt das Vierspieler-Spiel, wir haben jetzt 3 Spieler. Das heißt, am Anfang werden die Karten alle gemischt, die Clans alle gemischt. Dann werden 1, dann werden 4, also Anzahl Spieler plus 1 ausgelegt. Und dann kommen noch so Startplättchen dazu, die wir uns auch zufällig nehmen, die ich hier aus dem Off-Bereich hernehme, und die werden den Clans einfach zugeordnet. Zufällig zugeordnet, zack, 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 auf den Startplättchen. Ich kann das hier mal zeigen in die Kamera. Da stehen dann zum Beispiel immer drauf, was man dann am Start bekommt. Das sind dann hier also 55 Geld, 2 Ähren, 2x Getreide und 1x Käse zum Beispiel würde ich selbst bekommen. Der hier würde bekommen eine Milch, ein Brot, eine Wolle und dann auch 55 Geld. Weil 55 Geld bekommt jeder am Anfang. Daher hat man auch das Geld am Anfang und man kann durchaus lange Runden dann spielen. Jetzt ist es so, einer wird zum Startspieler bestimmt. Es geht 3 um, die werden alle hier eingetragen. Hier, die werden alle hier eingetragen. Im Uhrzeigersinn geht die erste Runde entlang, aber es ist derjenige, der nicht Startspieler ist, sondern der am weitesten von ihm entfernt ist, also der letzte in der Runde, geht dann gegen den Uhrzeigersinn. Von dort aus darf sich ein Clan mit dem entsprechenden Startplättchen aussuchen, den er dann spielt und dessen Spezialfunktionalitäten er dann tatsächlich verwendet. So. Dann läuft das Spiel so ab, die einzelnen Runden, so wie ich das auch beschrieben habe. Und zum Schluss, also das heißt, wir haben dann hinterher hier überall auf den Feldern hier überall verschiedene Sachen drauf rumliegen. Wir haben Brot, Wurst, nein, Käse. Wir haben hier, das ist auch etwas, das können wir auch immer mal wieder zu Fleisch verwandeln. Wenn wir zum Beispiel hier bei den Exportaufträgen brauchen wir Fleisch, dann müssen wir natürlich auch das entsprechende Tier leider hier, man sieht das hier Rindfleisch, das ist hier Rindfleisch, wieder vom Feld nehmen. Na, die sind ja dann nicht mehr auf dem Feld verfügbar, die Leute. Da haben wir etwas in der letzten Runde, also diese Siegpunkte seien auch abgearbeitet, hier diese Marker, das sind ja dann insgesamt, die stellen ja dann da, insgesamt wie viel Zuckerrohr, so viel Zuckerrohr haben wir, nehmen wir an, und so viel Tabak haben wir im Umlauf. Und so viel, wow, was ist das? Baumwolle ist das ja. Baumwolle ist das als Importwaren da. Ja, diese und diese Siegpunkte hatten wir auch noch da. Das war ja der Hopfen, der ja direkt abgearbeitet wurde. So. Ja. Nehmen wir an, das wäre ja die Situation am Ende des Spiels. Da würden wir dann zunächst einmal gucken, wie viele Siedlungen wir dann tatsächlich haben. Das zählt dann hinterher. Dieses hier zum Beispiel ist einfach eine Siedlung, weil die durch nichts voneinander getrennt ist. Das gehört einfach alles zusammen. Wir haben hier, wir haben den Schiffaufbau, den Schiffsbau auf 1 hier gesetzt. Dann wäre die Siedlung mit niemandem anderen verbunden. Hier haben wir auch eine Siedlung, eine große Siedlung, und hier haben wir eine Siedlung. Hier hätten wir zum Beispiel 2 Siedlungen. Und die zusammenhängend sind, die beiden hängen aber nicht zusammen, weil da was fehlt. Und diese Siedlung ist einfach nur so irgendwie wild rum. Man kann sich das vorstellen, es kommt tatsächlich so etwas vor, weil zwischendurch liegen da irgendwelche Tiere, die werden dann wieder abgebaut, weil sie von der Weide genommen, weil sie für die Fleischproduktion verwendet werden. So, das würde dann bedeuten, dieser Spieler hätte also nur 2 Siedlungen dabei, und der die meisten Siedlungen hat dabei, bekommt aber auch am meisten Siegpunkte. Das ist in der Endwertung, die steht dann hier auch auf einer Seite schön zusammengefasst. Auch kein Thema. Siedlungswertung. Wer die meisten hat, erhält bei 3 bis 4 Spielern 18 Siegpunkte, die zweitmeisten 12 Siegpunkte zum Beispiel.
Also mit zwei verbundenen Siedlungen hätten wir hier wahrscheinlich nichts gewonnen, wenn da nicht zum Beispiel der wäre und wir eventuell die Schifffahrt schon auf zwei hochgeraubt hätten. Dann wären auf einmal diese beiden Siedlungen miteinander verbunden, dann wäre aber auch diese hier mit der Siedlung verbunden. Dann hätten wir also 1, 2, 3, 4 Siedlungen schon miteinander verbunden. Die hier mit, auch wenn sie hier zählt, das zählt alles nicht als Verbindung über eine Schifffahrt, sondern die müsste dann schon hier liegen und dann hätten wir noch eine fünfte Siedlung, die dazugehören würde. Das geht also auch noch. Als zusätzliche Boni haben wir dann noch, man muss sich hier, erstmal muss man sich noch vergegenwärtigen, dass es diese einzelnen Ressourcen nicht ausgehen. Es gibt immer Marker, die so etwas zeigen, die sagen, ja, hier drei, haben wir drei Käse jetzt, ne? Mal oder fünf Käse, kann man auch umdrehen, das sind sogar vier Käse auf der Rückseite. Also, wenn produziert wird, wird produziert und es kommt auch immer was bei raus und die Waren sind nicht knapp. Das muss man sagen. Zusätzlich gibt es noch, es gibt noch eine Komponente dabei, wenn wir einen Hafen erreichen können, das sind hier Hafenfelder und da liegen dann noch so Sonderfunktionen da drauf und zwar auf den Hafenplättchen, was dann hier mit einem Pfeil markiert ist, das sieht man hier auf dem Plan schön und dort ist auch eins markiert mit einem Pfeil, das ist dort markiert, das wird dann hier hingesetzt und das sind hier so Sonderfunktionen. Die werden auch vorher ausgewürfelt hier, die man dann tatsächlich hier durchführen kann. Fragezeichen. So, da kann man sich was angucken. Und hier entsprechend, hier gibt es zwei Hafenplättchen, zwei Hafenfelder zum Beispiel. Das hier ist dann für das, da steht dann noch eine Anzahl Personen dann dabei. Das ist eventuell nur für das Ein- bis Zwei-Personen-Spiel und das andere für das andere. Diese Hafenplättchen haben immer noch wieder eine besondere Bedeutung. Da kann man sich aber nur einen einmaligen Vorteil hier erwerben. Ja, das ist auch hier das hier. Jetzt gucken wir nochmal genauer nach. Und dann haben wir zum Beispiel mal dieses Hafenplättchen. Das würde bedeuten, dass wenn wir das Hafenplättchen nutzen, das dürften wir hier, weil wir hier zum Beispiel mit unserer Kuh hier direkt dran sitzen, dann sagen wir nutzen das jetzt und erhalten einmalig 10 Gold bzw. 10 Pfund. Wir sind ja immer noch bei den Pfunden. Also bei diesem hier bekommt ihr 5 Geld und dürft dann noch zusätzlich hier als der sogenannte Gebäudebonus hier nehmen. Nehmt ihr einfach drei Exportkisten vom Stapel, guckt sie euch an. Und wenn eure Kiste noch leer ist, dürft ihr sogar eins von denen direkt kaufen und die anderen beiden wieder unter den Stapel legen. Ansonsten legt ihr natürlich alle drei unter den Stapel dann, ne? Das ist dieser sogenannte Gebäudebonus, den ihr auch erhaltet. Hier natürlich, wenn ihr die Hafensache hier verwendet, aber den ihr auch erhaltet hier, wenn ihr das vierte Gebäude von der gleichen Art gebaut habt. Das gilt nur bei diesen drei Gebäuden, bei der Distillerie, bei der Bäckerei. Und bei der Käserei seht ihr hier unten diese Symbole von den drei, dass ihr hier dann nachgucken könnt. Das gehört noch zum Teil des Expandieren. Nehmt ihr drei Stück daher und könnt dann hier sagen: Aha, den Auftrag, den nehme ich mir doch glatt, muss aber dann natürlich auch die entsprechenden Kosten der Runde hier zahlen. Was gibt dann am Ende noch Siegpunkte? Also, wir haben hier gesehen, die größten verbundenen Siedlungen sind dann hier Siegpunkte. Wir haben dann gesehen, dass hier einzelne verarbeiteten Waren sind jeweils ein Siegpunkt, die verarbeiteten Waren zwei Siegpunkte und die anderen ein Siegpunkt. Das sieht man auch alles dargestellt. Und die ganze Wertung ist hier dann im Endeffekt alles schön übersichtlich in den Regeln dargestellt, was dann alles so Wertung gibt. Man muss dann zusätzlich sagen, hier, wenn wir hier haben wir natürlich diese drei. Den Hopfen haben wir immer mit abgetragen hier, aber diese drei verschiedenen Dinge, das Zuckerrohr, Tabak und das, hier sehen wir natürlich, dass das hier die Baumwolle wurde am meisten eingeführt, das heißt, sie ist am wenigsten wert. Man bekommt also bei den erfüllten Exportaufträgen für die Baumwolle, die wir dann, das wird nochmal dann durchgeguckt, für die Baumwolle würde man hier nur drei Siegpunkte bekommen, für die Tabak vier und für den Zuckerrohr.
den ich jetzt hier Gott sei Dank habe. Ich habe 4 Zuckerrohr bekommen, 5 Siegpunkte, das wären also 20 Siegpunkte dann nochmal zusätzlich, die ich dann allein mit dieser Exportkarte nochmal erfüllt hätte. Ja, das war's eigentlich im Wesentlichen. Details, vielleicht habe ich das eine oder andere Detail unterschlagen. Es ist aber auch ein mächtiges Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es macht einen Riesenspaß. Selbst wenn man hier dieses Ding hier aufbauen muss, das ist natürlich am Anfang ist das ein bisschen für jemanden, der etwas grobmotorisch veranlagt ist, wie ich, ist das natürlich etwas hier ein bisschen futzelig, die Arbeit. Aber ansonsten, es lohnt sich wirklich. Es macht Spaß. Das Spiel, ich spiele es oft und auch gerne, muss ich sagen. Und an manchen Ecken, ja, ist es aber auch schon ein wenig, man muss sagen, ist es schon eines der komplexeren Arten Spiele. Aber wir spielen es in der Spielegruppe, haben es auch schon ein paar Mal auf dem Tisch gehabt. Und ja, es war immer wieder eine besondere Partie, aber und auch immer wieder ein bisschen mal mehr in den Regeln nachgelesen, ein bisschen kleine Details noch gefunden in den Regeln, die wir nachbessern mussten. Und aber nichtsdestotrotz, es macht einen wirklich riesen Bock, das zu machen. Und man erkennt immer, dass die Symbole hier wirklich eine Bedeutung haben. Wenn man sich der Symbole bewusst ist, kann man da auch wirklich sehr viel hier rausholen. Ja, das war's dann von unserer Seite her. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mal ein Let's Play sehen wollt, sagt einfach, es gibt das Spiel auch, kann man natürlich auch als Solo-Variante spielen. Wenn ihr es als Solo-Let's Play sehen wollt, mache ich euch natürlich auch gerne. Aber es ist vielleicht zu zweit oder zu dritt doch vielleicht spaßiger. Aber könnte dann eventuell länger werden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja jetzt einen Batteriestapel hier da. Wir haben hier, vielleicht müssen wir noch direkt an 400 Volt anschließen, unsere Kamera, und dann geht das auch. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Tschüss!